Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen weiter Dishonored 2. Beziehungsweise ich habe es damals weiter gespielt, als ich in Frankfurt war, zum Anzocken bei Bethesda, wisst ihr doch? Also danke jedenfalls nochmal an diese netten Menschen, die mich dahin eingeladen haben. Weiter geht's. Wir sind hier in den, ja, weiß nicht, Kellerbereich gekommen oder was? Und jetzt hat uns hier dieser Butler irgendwie gesehen. Und das finden wir nicht gut. Und deswegen sagen wir ihm, leg dich doch mal hin, Diggi. Und jetzt war die andere Tante hier, die ist auch ein bisschen zu aufgeregt. Ich glaube, die braucht auch ein paar Beruhigungsmittel. Auch Fäuste genannt. Okay, das war jetzt irgendwie komisch. Bitte gehen Sie schlafen. Denn wir haben hier etwas zu erledigen. Und ich glaube, das geht nicht so gut, wenn Sie dabei sind. Okay. Okay. Ab zurück. Ich hatte hier nämlich, glaube ich, auch so ein Gefühl, dass wir eventuell schon so ein bisschen in der Nähe sind von unserem Missionsziel. Und ihr erinnert euch, es ist Sokolov. Sokolov retten. Herr Sokolov, der auch schon im ersten Teil sehr präsent war. Und nun hier auch wohl eine Rolle spielt. Okay, da macht irgendwer Stress. Wir haben hier die Rune gefunden, was sehr, sehr gut ist. Leider können wir da nichts mit machen. das geht leider nicht. Okay, sie macht hier mega Stress. Sie macht hier mega Stress. Aber auch nicht mehr lange. Guck, wir standen jetzt nicht wirklich hinter ihr. Können sie aber ins Bettchen schicken. Das liegt, glaube ich, daran, dass man richtig geblockt hat. Also ich glaube, wenn man richtig abblockt, deren Schwerthiebe, dann kann man die auch von vorne schlafen schicken. Und wir sehen hier diese komische Elektro-Tür, Wand-Tor-Geschichte. Kann man nur von der anderen Seite aufmachen. Das heißt, es muss wohl einen zweiten Weg gegeben haben, um hier reinzukommen. Von der anderen Seite. Den ich niemals gefunden habe, weil ich anscheinend nicht so schlau bin. Hier, das war gar keine Rune, ne? Das war nur so ein Bone-Charm-Ding. Kann das sein? Ich glaube, ich habe das verkackt. Egal. Lauf weiter. Lauf weiter, kleiner Junge. Und versuche, das Rätsel zu lösen. Suche den Mann, der den Lauf der Geschichte verändern kann. Sokolov. Aber guck mal, ich laufe halt wieder hierhin zurück, weil ich dachte, okay, irgendwas muss hier ja sein. Irgendwas muss hier doch sein, dachte ich. Übrigens an der Stelle nochmal die Information, also falls jetzt irgendwer das, den ersten Teil nicht gesehen hat, was natürlich eigentlich völliger Quatsch ist, weil da fing das hier alles an. Da müsst ihr mal unten in der Beschreibung auf den Link klicken zu dem ersten Teil. Da habe ich es auch schon mal erwähnt. Und zwar sitze ich hier gerade in Kalifornien und nicht an meinem Rechner. Das heißt, wir haben keinen Kompressor hier. Ich habe hier keinen Popschutz. Auch nicht übrigens. Und das Mikrofon steht in seiner Spinne auf einem Karton. Und ja, deswegen ist die Qualität vielleicht nicht die allerbeste. Bitte entschuldigt das. Aber das wird jetzt wohl nicht dieses Preview hier kaputt machen. Denn es geht ja um das Spiel eigentlich hauptsächlich. Ich könnte auch einfach mal eine Schnauze halten. Und ihr könnt euch einfach mal angucken, was hier so alles passiert. Wir haben hier wieder eine ganz abgefahrene Mechanik. Also dieses Räume ändern durch Hebel ziehen hatten wir ja schon. Und hier ist nochmal so ein bisschen, Labyrinth-Zeug mit eingebaut. Das ist was für den Puzzlekönig. Und jetzt hier, ich hab's gesehen, guck mal, jetzt RT stand da, weil es halt, wie gesagt, optimiert ist. Zumindest war dieses Anzocken optimiert auf die Controller, deswegen stand da RT zum Finishen. Wenn man das sieht, dann muss man da halt drücken und dann kann man die mit einem Hit töten. Das, weiß ich nicht, ob ich das damals einfach nur nicht gecheckt habe oder ob das halt einfach nicht immer geklappt hat mit dem komischen, mit der komischen Anzeige. Hier haben wir noch ein bisschen Zeug. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung, wie nah ich Sokolov eigentlich bin. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich irgendwann gecheckt, was diese Platten hier machen. Ring. Die machen nämlich dieses Labyrinth-Ding anders. Und wie jedes Kind weiß, wenn ein Labyrinth-Ding anders ist, dann ist das gut. Jedenfalls in der richtigen Reihenfolge und richtig gemacht. Okay, ich bin hier offensichtlich ein bisschen verwirrt. Was ist hier los? Ach so, du hast den ersten Teil nicht gesehen und weißt noch gar nicht, dass ich hier kein Mikrofon dabei hatte, als ich das gespielt habe und das jetzt nachvertone? Was ist mit dir los? Guck mal, die anderen hier, die hier sitzen, die wissen das alle. Mach dir mal darüber Gedanken, bitte. Oh mein Gott, wer ist das?
Okay, erstmal was essen. Ich glaube, es ist Anton Sokolov. Können wir den mal wecken, bitte? Hey, Socki, wir müssen los. Ja, ich bin's. Ja. Perhaps Megan came for you in Dunwall. Jindosh, already growing Socki, cold. Don't try to move. Wir müssen halt los. That's the Corvo I remember. Wir müssen halt los. Kannst du mich irgendwie nicht so voll quatschen? Oh! Okay. Sokolov wird also ohnmächtig. Was macht man dann? Man muss ihn halt tragen. Man muss ihn halt den ganzen Scheißweg da wieder raustragen. Es ist ja nicht so, als wenn ich schon sowieso meine Probleme hätte. Nein, jetzt muss ich auch noch Hans-Joachim, kann ich gehen, auf dem Rücken tragen. Ist nicht so schlimm. Ich will mich jetzt nicht aufregen. Es ist, also vom Level-Design und so finde ich es eine super Mechanik. Ich habe hier irgendwas, glaube ich, nicht gecheckt. Also ich muss jetzt hier auf diese Platte, damit das wieder runterfährt. Und dann geht der Spaß weiter. Du musst jetzt auf die andere Platte, Digga. Was willst du? Ja, genau. Ich weiß nicht, was ich da sonst vorhatte. I don't know. Und da, also du musst da drauf stehen bleiben, bis die Sachen eingeloggt sind. Sonst gehen sie wieder runter, wie man gesehen hat. Und ich glaube, ich bin auf dem Weg nach draußen nochmal gestorben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir könnten jetzt Wetten abschließen, ob das noch passiert oder nicht. Aber ihr müsst euch mal überlegen, ich habe ja jetzt nicht mein Schwert in der Hand. Jetzt aber kurz das Herz rausholen. Vielleicht finden wir ja die Rune doch noch. Vielleicht finden wir ja doch noch die Scheißrune, die ich unbedingt haben wollte, Mann! Die mir jetzt, wie gesagt, in diesem Playthrough nichts gebracht hätte, weil ich da nichts hätte ändern können an den Skills. Aber ihr kennt mich. Ich sammle so gerne Sachen. Es ist eine reine Sammlung. Was ist los? Ja, ich bin's. Guck mal, und da geht wieder der Pfeil rein und das dauert ordentlich, bis der zusammensackt. Das ist ganz schön krass. Er konnte noch einmal zuschlagen. Wenn ich jetzt wenig Leben gehabt hätte, hätte er mich damit töten können. Manche Leute würden das anprangern, ich finde das okay. Wie schon im ersten Teil erwähnt, es ist ein bisschen unpredictable, ja. Was dem Spiel gut tut. Meiner Meinung nach. So, ab in den Fahrstuhl, Digga. Ich glaube, sie kommt zurück. Nein, andere Seite. Ja, gut. Und ich... Ganz oben? War das richtig? Ich weiß nicht genau. Vielleicht liegst du da auch ein bisschen falsch. Okay, wo ist der Ausgang? Wo muss ich hin? Beleuchtung finde ich super von dem Spiel. Wie gesagt, die Farbpalette finde ich super. Die Energie, die in den Räumen hier ist, ist eine ganz andere. Oder was heißt ganz anders? Aber schon anders als im ersten Teil. Und das finde ich gut. Um ehrlich zu sein, wenn das jetzt nochmal genauso ausgesehen hätte wie der erste Teil, hätte ich da auch gar nicht so drauf Lust gehabt. Oh oh, hast du gesehen? Und hier ist noch so ein Typ. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht den Sokolov hin, genau. Oh, schon. Okay, krieg. Alter! Sorry, wenn das hier übersteuert. Ich habe mich so an den Kompressor gewöhnt, wo ich rumschreien kann. Und er ist tot! Wer hat den Wetteinsatz auf tot? Wer hat 50 Mark gesetzt? Unter 50 geht hier sowieso nichts. Was? Du hast unter 50 gesetzt? Das ist zu wenig. Du musst raus. Okay, alle, die jetzt dafür gewettet haben, dass ich sterbe, haben gewonnen. Und zwar Fantasiepunkte. 100 Stück. Und wir müssen doch mal neu ansetzen. Von der Stelle, wo wir Sokolov retten. In dem Labyrinth-Ding. Da, 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 da. Ich versuche, die Situation zu retten. Klappt nicht so gut, ne? Oh, mit dem kleinen Messer den Roboter kaputt machen. Das ist so eine Sache. Das Spiel ist ja total unrealistisch. Deinstallieren. Ich hatte es gar nicht installiert. Es war nicht mein Rechner, wo das drauf war. Was soll ich denn machen?
Übrigens ziemlich cool. Wir waren da vor Ort bei Bethesda und hatten dann einen Rechner vor uns stehen, wo das Spiel drauf war. Und rechts daneben stand ein Laptop mit einer Aufnahmesoftware. Und dann haben wir einfach auf Rec gedrückt und haben das Zeug aufgenommen, was wir aufnehmen wollten. Und dann hießen die Dateien, die dann gemacht wurden, hießen... Wie hießen die? Warte mal, ich kann das hier nachgucken. Ich kann das hier parallel nachgucken. Ihr hört jetzt wahrscheinlich die Maus klicken, aber das ist nicht so schlimm. Mein großartiges Spiel. Slash meine großartige Aufnahme. Da haben sich die Leute aber ein Späßchen gemacht. Und als ich sie darauf angesprochen habe, haben sie gesagt, ja, wieso, was ist denn? Stimmt doch. Das war cool. Und dann haben wir das, und dann haben wir das Material auch noch auf so Festplatten gekriegt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. USB 3 SSD externe Festplatten. Ich sag das Ganze jetzt auch nochmal, um euch quasi die Information zu geben, die es nun mal zu wissen gibt. Es ist ja immer so mit Produktplatzierung, Nicht-Produktplatzierung. Ich habe hier kein Geld für gekriegt, aber mir wurde eine Reise gezahlt und mir wurde so eine Goodiebag gegeben und diese Festplatte und alles. Ich konnte das Spiel anzocken. Und die Leute sind immer so nett und dann gibt es vor Ort noch Essen und das war sehr, sehr, sehr lecker und wir haben sehr viel gelacht und so. Das beeinträchtigt öfter, als man denkt, dann doch die Meinung von Spielen. Und deswegen muss man das halt nur mal gesagt haben. Ich hätte es auch mal am Anfang sagen können, aber das habe ich verpeilt. Lalalalalala. Just saying. Just saying. Oh. Transparenz und Verinformatisierung. Vielleicht habe ich es ja doch am Anfang gesagt. Vielleicht habe ich das ja so geschnitten. Also, falls ich es doch gesagt habe, dann vergiss, was ich gerade gesagt habe, okay? Diese Nachricht zerstört sich nach 20 Sekunden von selbst. Okay, wir kommen jetzt wieder in den Raum rein. Ich lasse das hier aus Authentizitätsgründen einfach mal ganz. Ich hätte es ja auch schneiden können, ab dem Moment, wo wir wieder in dem Raum sind. Aber das ist ja langweilig. Oh Mann, ich hätte gerne einen Popschutz. Ich hätte den Popschutz mitnehmen sollen. Ich glaube, ich habe euch ein paar Mal ins Ohr gepustet, ne? Das tut mir wahnsinnig leid. Ich bin bald wieder zu Hause, dann passiert sowas nicht mehr. I swear. Okay. Hier habe ich kurz überlegt, ihn runterzuwerfen. Der eine, ich weiß nicht, ob es ein Entwickler war, auf jeden Fall Mitarbeiter von Bethesda hat uns erzählt, dass er das wohl gemacht hat, aus Versehen. Das ist natürlich blöd. Hier ist die Mission vorbei. Aber nicht im guten Sinne. Ja, ich gucke mich ein bisschen um. Ich glaube, hier ist mir eingefallen, dass wir hier lang müssen. Oder, warte mal, letztes Mal... Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt? Ach, da war ein Brief. Okay, jetzt lege ich ihn einfach aufs Bett. Greift das Ding an. Guck mal, Arm ab. Man kann den Dingern einzelne... Heißt es Gliedmaßen dann? Bei Robotern? Auf jeden Fall kann man die abmachen. Oh, shit. So, dass sie weniger kämpfen können. Und dann dachte ich mir, ey, die Waffe doch gar nicht richtig benutzt. Hol die doch mal raus. War jetzt nicht so effektiv, ne? Oh, aber dann dachte ich, so viel Leben kann er nicht mehr haben. Hier machen wir nochmal schnell den Kopf ab und treten jemanden in die Wand hinein. Und Finisher. Und dann können wir auch eigentlich schon den alten Mann vom Bett holen. Guck mal, da ist er ein bisschen in die Wand gebackt. Es ist alles noch in dem, zu der Zeit war alles noch in dem Stadion. Stadion, guck mal, jetzt sage ich Stadion. Weil ich so oft aus Spaß Stadion gesagt habe, zu Stadium, dass ich jetzt wirklich Stadion sage, obwohl ich Stadium sagen will, weil ich mir nicht mehr ganz sicher bin, was eigentlich das Richtige ist. Ist das nicht eine lustige Geschichte? Geht so. Ja, setz dich mal kurz hin, ich muss doch was machen. ja, nee, raus hier. Raus hier. Wir müssen hier raus. Es ist richtig. Und dann, okay, nicht ganz oben, sondern Mitte. Ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Und hier wird aber, oh oh, so eine Selbstschussanlage sein. Geh mal zurück, der war doch links. Hä? Wieso schießt die nicht? Habe ich die irgendwo aus Versehen mal woanders ausgemacht? Oder war das jetzt ganz was anderes? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Und das hier ist übrigens der zweite Weg, den man gehen kann. Erinnert ihr euch? Hier sind wir reingekommen und sind dann die Treppe hochgelaufen. Man kann aber auch direkt hier rein, durch die Tür, und würde dann einen anderen Weg gehen, wo dieser Bösewicht nicht unbedingt sieht. Es ist eine Möglichkeit. Es ist eine, ich sag's nur, es ist eine Möglichkeit, die es gibt. Und dann gehen wir raus und dann haben wir auch, glaube ich, die Mission gleich erledigt.
Wir gehen dann auch mal an diesen komischen Wagen hinein. Genau, legen Sokolov dahin. Und hauen hier ab. Und ich denke mal, ihr habt jetzt mit diesem kleinen Video oder diesen beiden kleinen Videos einen Eindruck erhalten können, wie das Ganze aussehen kann. Für Leute, die Dishonored 1 sehr, sehr gerne mochten, die werden diesen Teil lieben. Die werden diesen Teil lieben, weil es noch mehr Möglichkeiten gibt, Mann. Nicht nur, dass Corvo jetzt auch selber spricht. Okay, das hat jetzt gar nicht in den Kontext gepasst. Corvo spricht auch selber, er antwortet und so. Ist euch aufgefallen, ne? Nicht nur, dass es mit ihm mehrere Möglichkeiten gibt und ich glaube, mehr Möglichkeiten gibt als im ersten Teil. Nein, man kann jetzt auch noch seine Tochter spielen, die andere Skills hat. What up? Wie das sich jetzt wirklich auf den Wiederspielwert auswirken wird, kann ich im Moment noch nicht sagen. Also, als ich das Level gespielt habe mit ihr, fand ich ehrlich gesagt das gar nicht so worth, also alles nochmal neu zu spielen. Ich bin ja eh kein Freund, der Sachen nochmal spielt. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ich spiele gerne ein Spiel zu Ende und dann bin ich durch und dann finde ich das gut. Und wenn es jetzt irgendwie komplett anders sein könnte, wenn man das dann mit jemand anderem nochmal spielt oder einen anderen Charakter oder sonst was, dann würde ich es nochmal machen vielleicht, wenn es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ob das hier der Fall ist, kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen, aber ich tendiere zu nein. Es ist einfach meine Meinung. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber vielleicht werden halt manche Leute sie und ihre Skills präferieren und werden einfach das Spiel dann einfach komplett mit ihr durchspielen. Dann wird sich wahrscheinlich anbieten, das erste Level oder weiß ich nicht, wie das jetzt dann tatsächlich im echten Spiel aussehen wird, jedenfalls den Anfang mit beiden zu probieren und dann zu sagen, okay, ich spiele das jetzt durch mit der Person. Es kann natürlich auch sein, dass man über den Verlauf des Spiels die Charaktere wechseln muss, aus Storygründen. Das fände ich, glaube ich, noch am besten. Weil dann würde man mal hier, mal da so ein bisschen mitspielen. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich rufe kurz bei Bethesda an und schlage denen das vor. Nicht, dass sie das nicht gemacht haben. Und dann, Release ist, glaube ich, in wenigen Tagen oder Stunden oder so. Dann sollten sie einfach komplett die Story umschreiben. Das ist ja wohl jetzt nicht zu viel verlangt. Geht doch auch relativ schnell, oder nicht? Oder was? Ist doch easy. Ist doch easy. Ich schreibe euch das auf den Taschenrechner, wenn ihr das wollt. Okay, das kann ich nicht. Aber ich, ja, das ist trotzdem mein Vorschlag, Leute. Ach, haben die eh gemacht, ne? Haben die doch eh gemacht. Ja, und dann würde ich sagen, freuen wir uns alle auf das Spiel. Gucken wir uns das mal an. Ich denke mal, es wird tatsächlich ein noch etwas besseres Dishonored. Das ist im Moment meine Vermutung. Und ich würde mich auch ein bisschen freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr darüber denkt. Durch das, was ihr jetzt gesehen habt hier und vielleicht noch woanders schon gesehen habt. Was sind eure Gedanken? Was sind eure Bedenken? Was sind eure Ängste? Worauf freut ihr euch am meisten? Bitte sagt es mir. Und wir sehen uns dann in einem anderen Video irgendwann. Ich freue mich drauf. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.